So, das ist Rigi. Das erste Derby ist 2-1 ausgegangen, das zweite Derby ist auch 2-1 ausgegangen. Wie siehst du den Unterschied zwischen dem ersten Derby und dem zweiten Derby, das du heute in Bozen gespielt hast? Ja, ich glaube, wir haben uns schon verbessert. Und wir hoffen allen wieder, ein gutes Spiel zu machen. Und ich glaube, dass wir auch jetzt mal besser machen und auch gewinnen können, wenn wir wollen. Heute hat es zwei Elfmeter gegeben. Einen für den CFC, wo es noch die Stefania Rigatti angefallen hat, und eins nachher für euch, wo es noch die Karin Meyer geschossen hat. Wie ist eigentlich? Ist der, waren die beiden Elfmeter alle beide? Ja, der erste war schon Hand von unserer Spielerin. Und beim zweiten kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Also. Was ist jetzt dein persönliches Ziel noch, die letzten drei Spiele? Und was ist das Ziel von deiner Mannschaft? Ja, noch die Saison gut anzuschließen und ja. Und was glaubst du, was ist also der fünfte Platz, glaube ich, mir ist dabei sein, ob es die Karianese als ganz schweres Spiel, ob es also am 3. Mai fängt es wieder an, ob es einmal einen Monat, wo du fast Pause machen kannst, sind ziemlich angeschlagene Bänke in der Mannschaft? Ja, wir sind alleweil, wir alle angeschlagen, aber ich glaube, bis dahin sind wir schon alle wieder fit. Letzte Frage, wie bist du mit deinem persönlichen Spiel heute zufrieden? Naja, es geht. Nicht wirklich, aber voll geht. Jetzt unabhängig, dass es verloren hat, Simon, weil es ist sicher knapp ausgegangen, aber mit dir selber bist du zufrieden? Ja, ich bin nicht wirklich viel zufrieden mit mir, aber es geht, ja. Okay, Desiree, danke dir und alles Gute für die letzten Spiele. Ja, danke.